Wie ihr wisst, war ich auf der Krümelküste gewesen im letzten Video. Und dann kam Flauschis Schwester und die war richtig gruselig. Oh Mann, ey. Aber heute werde ich ihr beibringen, nett zu sein. Und ich werde sie retten. Ob das gelingt und ob ich es schaffe, das erfahrt ihr bei einer neuen Folge der YouTuberinsel. In diesem Video wird es wieder richtig gefährlich, denn ich befinde mich mal wieder auf der YouTuberinsel bei der Krümelküste vor meinem Haus hier nämlich. Und Leute, heute haben wir sehr, sehr... Was war das denn? Hä, was war das? War das einer von euch? Hallo? Heute wollte ich auf jeden Fall sagen, haben wir sehr, sehr viel vor. Unter anderem werden wir zur was ist das, Leute? Ich höre doch die ganze Zeit was. Naja, auf jeden Fall werden wir unter anderem zur Bauzentrale fahren, krasse neue Aufträge annehmen. Aber Leute, was war das für ein Geräusch die ganze Zeit? Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Ich gehe mal in mein Haus rein. Hör, das ist ja wieder voll. Meine Sachen stehen so... was? Was war das? Das hat sich angehört wie die... Nein, das ist die böse Schwester von Flauschi. Hallo, hey, Gauschi, hallo. Alles gut bei dir? Ja, Gauschi, die Leute haben in den Kommentaren geschrieben, dass du Flauschi bist. Nein, bin ich nicht. Ich bin Gauschi. Lass uns es doch... Komm, ich beweise es dir. Okay. Wie willst du jetzt bitte beweisen, dass du Gauschi bist und nicht Flauschi? Wie soll man sowas denn beweisen? Hast du Personalausweis oder... Willst du das nein, machen? Wir können einfach zu Flauschi gehen. Das ist doch Flauschis Haus, oder? Das ist Flauschis Haus. Da steht sogar hier. Flauschis Haus, sogar mit ihrem Hund sogar am Start und sogar ein Außenkühlschrank. Das ist Flauschis Haus und ja, hier wohnt ja, Flauschi. Ja. Ja? Hallo, Flauschi? Achso, Ja, hallo? Bist du? Warte, hör auf mit dir zu reden. Ich war das, Flauschi. Alles gut. Hat sich erledigt. Alter, Gauschi, was soll der Quatsch, Mann? Ja, Entschuldigung, du hast einen Beweis. Du hattest ja wirklich recht. Ja, gut, okay, ich würde sagen, ich habe heute einiges vor, Gauschi. Du kannst mich ja vielleicht begleiten. Und dafür müssen wir auf jeden Fall zu Paulberger Hills erstmal rübergehen, zur Bauzentrale. Gauschi? Ja. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Was ist... Nix, alles gut. Nein, oder? Gauschi, warum hast du das gemacht? Warum? Flauschi würde das nie machen. Das ist Flauschis Haus. Warum jagst du das hoch? Ich habe gedacht, das wäre jetzt einfach nicht, dass Flauschi, jetzt rauskommt. Flauschi? Ja, alles gut. Hallo? Ich weiß selber nicht, was das war. Unten im Dorf. Ich guck mir das an, ja? Ja, solange es nicht an meinem Haus war. Nee, alles gut. Okay, gut. Jetzt komm, Candy. Ja, Gauschi, na klar, komm ich. Ey, Leute, ich brauche auf jeden Fall Hilfe. In diesem Video muss ich auf jeden Fall Hilfe rufen und Gauschi irgendwie besiegen, Leute. Ich sage euch ehrlich, wir müssen die hier wegkriegen, weil die macht nur Probleme. Ihr habt in den Kommentaren auch geschrieben, dass sie nur Probleme macht. Ich frage mal, ob Banks nämlich da ist. Bist du da? Wir fragen mal schnell, ob Banks da ist. Also Banks antwortet gerade nicht, aber Leute, es gibt zwei Wege, wie wir Gauschi jetzt besiegen können. Ein Weg wäre natürlich, sie rauszuschmeißen, aber Leute, sowas würde ich eigentlich nicht machen, sondern wir werden sie in diesem Video umkehren. Sie ist gerade böse, wir werden sie lieb machen, indem wir ihr vielleicht ein Haus schenken oder ihr zeigen, wie gut es ist, wenn man auch mal gute Sachen macht und nett ist. Und ich würde sagen, wir fangen damit direkt mal an. Gauschi, nicht TNT. TNT ist böse und zwar machen wir heute Dr. Banks ein Geschenk. Was hältst du davon? Wer ist denn Banks? Banks ist hier ein YouTuber. Hey, Banks, Dr. Banks, hier, ihr Rabauken, komm mit. Hier ist nämlich Banks und wir machen Banks ein Geschenk und ich bringe dir heute bei, wie man lieb ist. Ja, okay, warte, ich fange mal an. So. Ja, so, sehr gut, ein Geschenk. Das passt schon mal. Nämlich hier hat er auch sehr viele Sachen quasi, was man ihm schenken könnte. Man könnte... Gauschi! Was soll das? Dann mach das aus! Ein Geschenk. Mach das Feuer aus, Gauschi! Du kannst doch nicht alles anzünden. Das ist doch kein Geschenk. Alter Gauschi. Du hast echt nur Böses in... Nee, aus. Das ist hier alles Holz. Raus hier. Raus. Wir gehen hier erstmal raus aus dem Haus. Geschenke gehen ganz anders, Gauschi. Ich zeig dir jetzt einmal, wie das geht. Ich werde dir nämlich ein Haus bauen. Was hältst du davon? Aber jetzt ist es ja gar keine Überraschung mehr. Ich werde dir eine Überraschung überbringen, ja? Okay. Okay, Gauschi. Dann würde ich sagen, warte kurz und ich kümmere mich drum. Ich warte hier bei Mr. Danks oder so. Ja, warte mal bei Mr. Danks. Sehr gut. Okay, Leute, wir haben nur eine Option. Wir müssen Gauschi dieses Geschenk machen, Leute. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Ihr habt das ganz oft in den Kommentaren geschrieben. Das heißt, wir machen Gauschi ein Geschenk. Und Leute, ich habe heute sehr viel zu tun und noch einen wichtigen Termin. Denn heute kommt der Track
für die Himmelskrieger online. Der Song für die Himmelskrieger. Ich würde sagen, ich zeige euch den Song mal, indem ich jetzt hier in mein Tonstudio reingehe und ihr hört exklusiv einen Einblick von den Himmelskriegern. Denn ihr seid die Ersten, die davon jetzt quasi eine Hörprobe zu hören bekommen. Und, ich zünde alles an, ich lasse alles explodieren. Was ist denn jetzt los? Ich reiße die Weltherrschaft an mich. Wie kommt die denn hier rein? Ich war doch noch vor der. Alles explodieren. Aus! Gauschi, wie kommst du hierher? Wir haben doch gerade noch oben geredet. Wie kannst du so schnell vor mir hier sein? Ich wollte einen Song machen. Nee, Gauschi, lass das. Du wolltest bei Dr. Banks warten, bei Mr. Danks. Ja, warte, bei Dr. Banks bitte, ja? Okay. Ja, ciao. Okay, tschüss. Leute, ich zeige euch jetzt nämlich den Song für die Himmelskrieger. Also Leute, ihr hört exklusiv den richtig, richtig krassen Song für die Himmelskrieger, der heute um 15 Uhr online kommt. Banks ist jetzt auch da, den werden wir jetzt gleich auch einweihen und dann werden wir mit Gauschi zu Banks gehen. Aber vorher zeige ich euch diesen Song. Und zwar werde ich ihn jetzt einmal abspielen, Leute. Ich hoffe, ihr seid bereit. Und... Die Himmelskrieger. Was ist das denn? Hallo? Was ist das? Das habe ich nicht aufgenommen. Das ist nicht der Song gewesen. Das war total krumm und schief. Was war das? Gauschi! Das hat sich richtig gut angehört. Was hast du da gemacht an den Knöpfen? Das klang total komisch. Das klang wie, keine Ahnung, ein Crymax oder so. Was soll das? Das war mein Song. Ey, Junge, das war richtig schlecht abgemischt, ganz komisch, Hall und so. Hör, nimm die Finger da weg, ey. Was war das denn gewesen? Leute, das war ganz, ganz grausam. Ich zeig euch jetzt einmal den echten Song, Leute. Let's go. Leute, jetzt kommt der Himmelskrieger-Song. 3, 2, 1. Ja! Ja! Ey! Okay! Ja! Dein aussichtsloser Kampf! Die Skybase umgebaut zu einer Festung in den Wolken! Let's go! Komplett mit Musikvideo und alles. Heute kommt das online. Deswegen lasst mir jetzt ein Like und ein Abo da. Ich würde aber sagen, wir werden jetzt Banks einmal anschreiben. Und dann gehen wir einmal zu Banks, Leute. Und werden Gauschi Banks einmal vorstellen. Weil der wird mir das gar nicht glauben, dass Flauschi eine Schwester hat, die auch noch so böse ist. Also wir fliegen hoch zu Banks. Let's go. Und bitte, Leute, schreibt in die Kommentare, was können wir machen, um Gauschi irgendwie wieder lieb zu bekommen. Ich würde halt am Anfang ihr erstmal ein Haus bauen. Das wäre, glaube ich, Number One, was ich machen werde. Wir warten jetzt einmal. Dr. Banks hat jetzt auch geschrieben, dass er auf dem Weg ist und ich bin gespannt, wie er reagiert. Ich werde ihn überraschen mit der Schwester von Flauschi und wahrscheinlich wird das so wie ich am Anfang gar nicht glauben. Und dann müssen wir ihm davon überzeugen und ihm das zeigen, dass Flauschi nicht Gauschi ist. Sondern ich dachte echt am Anfang, dass das Flauschi ist, aber anscheinend hat Flauschi wirklich eine Schwester. So, wo bleibt denn Dr. Banks? Der müsste jede Sekunde jetzt hier landen und dann schauen wir mal, ob er mir da vielleicht irgendwie helfen kann oder so. Vielleicht kann er mir da ja echt helfen. Müssen wir jetzt mal schauen. Ich glaube, da kommt er sogar gerade. Banks, hallo? Hey, Ken. Hey, was geht? Was geht? Ich werde dir glauben. Ich sag mal so, Banks. Also, ich sag dir, ich hab's am Anfang selber nicht geglaubt. Ich dachte, okay, cooler Prank und so weiter. Dass mein Boden fertig gebaut ist, glaubst du nicht. Das ist krass, ne? Nee. Hast du geguckt, meinst du das? Mit deinem Boden hatte das auch vorhin was zu tun, weil er hier gebrannt hat vorhin. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, das hat sie gerade gebrannt. Ich hab's gelöscht, aber... Und zwar gibt es einen neuen YouTuber auf der Insel oder eine neue YouTuberin sogar. Und zwar würde ich dir gerne jemanden vorstellen. Komm mal kurz her. Jamelo meinst du? Jamelo macht jetzt auch einen YouTube-Kanal auf. Oha, wirklich? Ja, Minecraft. Der zockt richtig gerne Minecraft. Was? Eine Katze? Ja, ey, natürlich. Dann ist er aber auch ein Vierbeiner. Das ist auch ein Hund. Deswegen passt das eigentlich. Ja. Okay, also komm mal. Ich stelle dir jetzt mal eine neue Person vor. Bleib genau hier stehen. Und ich zwar... Moment mal. Gauschi? Wir reden jetzt nicht von deiner Mutter oder fängt deine Mutter auch an mit YouTube? Die war tatsächlich hier auf der Insel. Gauschi! Wo ist die denn? Gauschi? Gauschi! Wer schreit denn da so? Hier ist nämlich Flauschis Schwester Gauschi. Die böse Zwillingsschwester von Flauschi. Guck mal. Ist das hier ein Teenie Mr. Banks? Das ist Dr. Banks, genau. Oh. Hallo. Ey, nein, kein TNT, das haben wir schon geklärt. Ich hab schon ein oder andere Zigarre geraucht, glaube ich. So die ja, die Stimme ist echt, die ist eine böse Stimme. Ich versuche aktuell Gauschi so ein bisschen beizubringen, wie man nett ist. Und ja,
Hast du da einen Tipp? Ja, bitte nicht mein Haus anzünden, ey. Ja, genau, das machen wir nicht mehr, Gauschi, okay? Hab ich nie gemacht, das war Candy. Hä? Gauschi hat doch Flauschis Haus in die Luft gejagt und so weiter. Hab ich nicht, das war auch Candy. Nein, das war ich nicht. Ich war das nicht! Okay. Ja, aber also ich werde... Frage, ja? Kann mein Haus überhaupt brennen? Komm, Gauschi, zünd mal meinen Boden an. Ich will das jetzt mal testen. Let's go. Na klar kann der brennen. Aua, aua, aua! Nicht so viel! Nicht so viel! Warte. Aber ich will wissen, das breitet sich doch nicht aus bei dem Holz, oder? Was soll das für ein Holz sein? Feuersicher. Hä, das geht aus! Ja, da guckst du blöd. Was ist das denn für Holz? Gauschi kann mir gar nichts. Gauschi hat gar nichts drauf. Gauschi hört's trotzdem. Nein, kein TNT. Nee. Ich hab nichts drauf. Doch, Gauschi, hast du. Du bist die stärkste, beste, tollste, coolste. Aber gut, ich werde Gauschi jetzt ein Haus bauen, damit sie vielleicht wieder nett wird. Oder kann sie hier vielleicht einziehen, so ein kleines Zimmer bekommen? Auf gar keinen. Wobei, ich habe ja eigentlich eine Menge Platz. Ne? Ja, das stimmt. So ein kleines Zimmer. Hier in der Ecke? Was ist das denn? Da mache ich das Bett weg. Was ist da? Hä? Nein, das ist der... Hey! Was ist das? Das ist Timmys Altar. Okay, ja, den lassen wir dann mal. Hier so ein kleines Zimmer für Gauschi wäre doch eigentlich okay, oder nicht? Ja, hier in der Ecke könnte haben, klar. Okay, sehr gut. Also, Gauschi, das freut sich das? Miete, ne? Ja, klar zahlen wir Miete, aber wir wollen Gauschi zeigen, wie es ist, wenn man nett ist. Aber ich will keinen pinken Boden. Ja, okay, den ändern wir. Warte, ich hab was für euch. Okay. Gauschi, aber nicht schwarz. Wir wollen helle Farben nutzen. Nur so schwarz viel. Und braun. Gelb oder so. Das ist blau, das ist mir zu bunt. Oh, was? Mann, oh Mann, ey, Leute, Gauschi ist richtig böse. Ja, dann kann kein TNT mehr. Ich will kein Blau, kein Rot. Kein TNT, Gauschi. Okay, ich würde sagen, ich finde schon irgendwas. Also wir bauen hier so einen kleinen Raum und der wird kaum auffallen. Wir müssen aber auch die kriminelle Energie rauslassen. Gauschi, du darfst ein TNT zünden. Aber ja! Aber hier, wenn dann. Na? Nicht so schnell! Okay, Wasser, alles gut. So ist gezündet. Genau, sehr gut. Passt, sehr schön. Sehr gut. Hat sie super gemacht. Nee, muss ich echt sagen. Das Junge, Candy, du hast sie getötet. Habe ich nicht. Du hast mit dem Wasser das TNT dahin flutscht. Ja, ein bisschen oder? Vielleicht. So, wo ist Gauschi jetzt? Sie muss wiederkommen. Oh meine, ich würde sagen, Mann, wir warten mal kurz auf Gauschi. Melo, guck da mal nicht hin, mach mal die Augen zu. Mann, wo bleibt die denn? Hallo, Gauschi. Hä? Ja, das hier ist auch so ein Gauschi. Ja, nochmal. Wie, was, nochmal? Hä? Wie bist du denn drauf? Du hast doch alles verloren gerade, deinen ganzen Kram. Bleib mal stehen, ich gebe dir das mal wieder. Ja, wem hast du das eigentlich alles geklaut? Das ist doch niemals deins gewesen. Doch, alles meins. Hä, du hast 8 Pickaxes oder so dabei. 3. Warum? Wofür? Warum nicht, ey? Ja, okay. Banks und ich haben beschlossen, dass wir dir jetzt ein Zimmer bauen, ja? Um dir zu zeigen, wie es ist, wenn man nett ist. Bleib hier stehen und mach bitte keinen Unsinn, ja? Okay. So. Schwarz. Ja, die mag schwarz, aber wir werden jetzt mal was Farbenfrohes vielleicht mal machen für sie. Echt? Ja, klar. Also, wohlfühlen. Ja, wohlfühlen, aber die ist böse. So. Okay, ich würde sagen, wir bauen jetzt hier erst noch ein bisschen was um. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich baue jetzt für Gauschi ein Haus. Gauschi, du sollst draußen warten. Ich will Licht machen. Das ist doch eine Überraschung. Nein, warte mal draußen. So eine Grund-8-Spitzhacken. Nee, die Sommer, das ist eine Überraschung, Gauschi. Warte bitte draußen. So, Leute, wir sehen uns. So, Leute, ich habe mich bei Flauschi zu Hause bedient, habe ein bisschen rosa Beton mitgenommen, rosanes Sofa und eine rosa Kerze. Und ich denke, dass darüber sich Gauschi freuen wird, weil sie muss ein bisschen nett werden. Und rosa ist eine relativ nette Farbe. Banks, bist du da? Ich habe noch was mitgebracht. Rosa Beton und so weiter. Ja, so. Und dann sieht das alles schon ein wenig freundlicher aus. Ich habe auch Sofa und so weiter mit dabei. Das werden wir jetzt hier alles einmal verbauen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich, Leute. Hast du alles dabei? Perfekt. Ich habe ein Sofa hier. Oh, jetzt ist hier schon Wasser reingekommen. Das hat nicht so gut geklappt. Sofa, eine Kerze, Tische. Alles habe ich bei Flauschi drüben nämlich einfach mal mitgehen lassen. Hier so eine Kerze. Rosa Farbstuhl. Ecksofa kommt hier hin. Zum Beistelltisch. Bam. Okay, das sieht ganz okay aus, würde ich sagen. Ein rosanes Bett wäre noch gut. Boah, auch stark. Man hat hier auch so einen Blick nach draußen. Das ist auch ganz cool, glaube ich. Und so nach draußen gehen. Auch cool. Licht brauchen wir vor allen Dingen. Ganz wichtig. Ich kann Seelaternen holen. Ich habe Seelaternen. Ich hole mal eben welche. So. Also, ich habe hier was mitgebracht. Passt leider nicht ganz zur Farbe, aber ist okay. Hier geht's so runter.
dann eine Seelaterne und dann hier so Falltüren dran, damit das auch ein bisschen schick aussieht. Ich glaube, ich habe auch zu wenig mitgebracht, ja, oder? Wieso? Sehr gut. Also das wird echt schick. Die wird sich auf jeden Fall freuen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie noch eine rosa Zimmer freut. Die sich. Das ist noch Geschenk. Guck dir das mal an. Geil. Sehr, sehr gut. Aber wo mache ich die Banner hin? Okay. Leute, wir bauen das Ganze fertig und dann seht ihr die Reaktion von Gauschi, von Flauschis Schwester. Let's go. Leute, ich würde sagen, wir sind fertig mit dem Zimmer für Gauschi und wir werden ihr das Ganze jetzt nämlich zeigen. Also, Bang, sind wir bereit? Wollen wir es Gauschi mal zeigen? Boah, stark. Also, wenn die hier nicht freundlich drinne wird und nicht mehr so böse ist, dann weiß ich auch nicht. Die wird sich auch safe freuen. Dann kann man ja auch nicht. Okay, ich rufe sie mal. Gauschi? Gauschi? Wo ist die? Wo treibt die Unwesen? Gauschi! Was ist das denn? Gauschi? Ja, dein Haus ist fertig, dein Zimmer ist fertig. Hey! Sehr gut. Hey! Aua! Gauschi! Nein! Das ist doch gerade... Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Das ist doch gerade ist fertig geworden! Das war hässlich. Och, Mann, ey! Das war doch voll gut mit Möbeln und alles. Ey, ich brauch auch, bevor ich draufgehe, einmal Bam, so. Ey, Gauschi, das war gar nicht cool von dir, sag ich dir ehrlich. Jetzt kommen Monster hier rein. Gauschi hat Monster gerufen auch noch. Wir wollten es dir gerade zeigen. Ich hab's doch schon gesehen. Och, Mann, ey. Okay, Gauschi, ich hab verstanden. Ich verstehe schon. Ich bin krank gehüllt unter meinen Dings hier gerade. Oh, Mann, ey. Oha, oha. Du hast die Turnschuhvilla kaputt gesprengt, Gauschi. Gauschi, was soll das? Das war hässlich. Ja, aber das war nicht nett. Ach, weißt du was? Du bist hässlich. Boah! Nimm das zurück, Banks, nimm das zurück, schnell. Ich nehm zurück, war, der hat mich versprochen. Boah, ich dachte schon, okay. Ey, Gauschi, ich sag dir ehrlich, geh mal lieber nach Hause. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, ja, aber... Okay, tschüss. Ach so. Ja, ciao. Ey, Banks, ich... Schlechte Laune, ey. Ja, die hat echt, die ist immer ein bisschen komisch gelaunt. Die ist genau das Gegenteil von Flauschi. Sag doch, Kenny, dass wir hätten schwarz nehmen sollen. Wir dürfen auf gar keinen Fall Flauschi sagen, dass ihre Schwester hier ist. Das darfst du auf gar keinen... Die hassen sich, oder wie? Ja, das ist so eine Story auf jeden Fall. Wir dürfen das auf gar keinen Fall Flauschi sagen. Ey, warte, Creeper, Creeper. Oh, okay. Ja, Banks, was? Oh, oha, stimmt! Hast du das Schild noch? Ja, ich hab das echt noch. Hallo! Hallo? Was ist denn hier passiert? Flauschi, hallo? Charge Creeper ist hier explodiert. Wir haben hier nur was versucht. Also, wir haben nur geguckt wegen pinken Beton. Wir wollten eine Creeper-Farm bauen. Eine Creeper-Farm in Pink. Aber hier drin eine Creeper-Farm macht doch gar keinen Sinn. Ja, das haben wir jetzt auch gemerkt. Ja, Flauschi, wir wollten nur eben... ich hatte noch eine Frage wegen deiner Familie, ja? Also deine Mama ist nicht auf der YouTuber-Insel, richtig? Nein, was ist meine Mama? Ist jemand auf der YouTuber-Insel aus deiner Familie? Hey, du bist der Einzige, Nein. der Mama hier rumrennt. Okay, also niemand von deiner Familie nur ist hier? Nur ich. Na gut, und wenn jemand wäre, wen würdest du am meisten nicht mögen? Meine Schwester. Okay. Aber den Namen sage ich dir nicht, weil der ist geheim. So, okay, und warum? Was hat die getan? Die ist immer ganz böse, die sieht auch ganz komisch aus, jetzt so einen komischen schwarzen Dino-Anzug an. Ja. Und die ist einfach nicht nett zu allen. Ja, okay, verstehe. Ja, zum Glück ist die ja nicht hier, ne? Aber ich muss jetzt los. Ja. Weißt du, was bei meinem Haus passiert ist, Candy? Wieso? Was? Nee, keine Ahnung. Da war ein Loch, hab ich schon repariert. Nee, keine Ahnung. Schon wieder gesprengt. Weiß ich selber nicht. Ja, aber ich muss jetzt los. Ciao, Flauschi. Alter, Banks, das war richtig knapp, aber zum Glück hast du dich gehalten. Aber denkst du, die hat was geahnt? Nee, eigentlich nicht. Flauschi ist viel zu nett, die denkt das nicht. Ich muss dir das auf jeden Fall irgendwann beichten, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ich würde aber sagen, für heute hat es noch ganz gut geklappt. Wir werden, wir sind auf dem richtigen Weg, sagen wir mal so. Gauschi ist irgendwann nett zu uns und bis dahin müssen wir es weiter und weiter versuchen. Das jetzt gerade war schon ein bisschen krass gewesen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr Gauschi? Was denkt ihr, wie können wir Gauschi wieder nett bekommen? Und was denkt ihr passiert, wenn Flauschi das Ganze rausfindet? Sollen wir es Flauschi sagen? Ihr könnt es ihr auch in die Kommentare schreiben. Ich würde aber sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und mein Song kommt heute. Bitte checkt den ab. Das war's gewesen. Ciao mit Au!